Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr Märchen? Abonniert mich einfach. Gibt's ja eigentlich auch was zu futtern? Unterirdisch vielleicht ein paar Dinosaurier aus der vergessenen Welt? So. Boah, bist du stark. Okay, das ist mal wieder so eine Videofrequenz. War ich in so einem Berg gewesen? Nein, das ist gerade eine Erinnerung. Damit habe ich also mein letztes Grab geschaufelt. Mein erstes und mein letztes. Warum erstes und letztes? Jetzt komme ich wieder in die Welt der Lebenden. Ich war gerade so schön am Horizont. So. Abenteuer. Ein neues Abenteuer. Naja, das glaube ich, dass das hier ein Abenteuer ist. Es sieht alles so gigantisch aus. Mitten an der gigantischen Hülle. Ist das der Reichsadler? Ach du Scheiße. Ja. Ist ein Adi-Spiel. Oh Gott. Ich sag nicht mehr dazu. Sonst werde ich hier noch von der Polizei abgeholt. Wenn ich dazu meine Meinung jetzt sage. Egal, ob sie gut oder schlecht ist. Heute wird man ja als Mund im Worte verdreht. Ich gehe mal dahin, wo es leuchtet. So. Ein Panzer. Man hat ja sonst nichts mitzunehmen. Man darf nur ein Gepäckstück mitnehmen und was nehmen Sie mit? Ein Panzer. Wozu? Ich bin auch mal heimlich in Fremde. Also ich schaue auch immer gerne in fremde Taschen, wenn die rumstehen hier. Jupp. Das ist gut. Ich glaube, ich habe eine Eintrittskarte gefunden. Was haben wir hier? So, könnt ihr Pause machen. Die Regeln und Vorschriften gibt es für mich nicht. Ich bin ein Gesetzloser. Genau. Hol dir mal eine Tüte, brennst mal an und dann riecht es so schön nach Natur. Natur. Cool, dazu braucht man die Karte. Okay. Passiert das was? Muss ich jetzt irgendwo hin? Hm. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich werde mal hier rangehen. Da ist ja auch noch was. Das ist aber verschlossen. Wie sieht es da drüben aus? Da ist noch ein Koffer, den man öffnen kann.
Da ist bestimmt eine Karte drin, ne? Weil die erste nicht funktioniert hat, nimmt man aber die zweite. So. Und wieder E. Einladungsschreiben. Super. Ja, Frau Schmidtel. Frau Schniedel. Dann wollen wir mal ganz langsam hier rumtuckern. Können die denn nicht mal schneller laufen? Meine Güte. Das ist das einzige Tor hier. Ich glaube, ich muss noch einmal rumlaufen hier. Das habe ich doch schon, oder? So, Packliste. Jupp. Jupp. Da ist auch noch was. Ja, zeig mal deine Muckis. Du bist eindeutig eine Frau. Du stöhnst so rum. Du tust so, als ob du dich nicht bewegen kannst. Du läufst rum wie eine Schnecke. Bist eine Frau. So. Jetzt haben wir einen Stempel drauf. Jetzt können wir wahrscheinlich da durch. So, nochmal. Jetzt müsste das aber funktionieren, wa? Gut, ich bin ein Übermensch. Ich bin sowas von geübt hier als Mensch, dass ich schon hier aktuell ein Übermensch bin. Ich bin voll der Übermensch. So, willkommen. Naja, was steht da? Neuzugänge. Okay, ich hab gerade Nazi-Zugänge gelesen. Ja, scheiße, ey. Mann. Diese Koffer sind cool, dieser Holzkoffer. Sowas will ich irgendwann mal haben. Wow, die waren aber schon modern. Meine Güte, na, die geht aber vorsichtig damit um. In einem Fahrstuhl, der so lange nicht gefahren ist, würde ich aber auch ein bisschen Panik kriegen. Vor allem, wenn da absolut keiner ist, der mir helfen kann. Genau, wie bei den alten Russen-PCs oder wie bei den alten Computern. Mein allererster Computer, so groß wie so hoch wie mein Schreibtisch. Wenn der mal nicht funktioniert hat, draufgehauen, ging er wieder. Macht man das bei den heutigen Geräten, geht gar nicht mehr. Der Zorn. Okay, Speicherpunkt. Ich mache ja nichts. Thusnelda bewegt sich von alleine. Nee, die war ja bei der 04. Wenn das nächste Mal gesagt wird, Speicherkontrollpunkt geladen, mache ich jetzt mal aus. Weil ich mache hier gerade für meine Tochter noch hier das Tablet fertig. Ja. Hier klingelt ein Telefon. Oh Gott.
Hier ist eine unsichtbare Mauer. Seht ihr? Da hat jemand so viel Langeweile bei der Arbeit gehabt. Hier ist auch noch was. Da ist auch was geschrieben. Transcript eines. Aha. Habt ihr gerade gelesen? Ein englisches Wort in einer narzisstischen Kriegszeit von einem Diktator. Der alle Ausländer quasi. Ah! Speicherpunkt. Ausgesondert hat quasi. Das stimmt schon mal beim Spiel nicht, dass hier eine ausländische Sprache, ich nenne sie jetzt mal Englisch, in einem deutschen Land zu einer Zeit, wo Ausländer in Deutschland nichts zu suchen hatten, auftaucht. Dieses Dokument wäre wahrscheinlich auf den Scheiterhaufen geflogen. So, das wollte ich jetzt mal zum Abschluss gesagt haben. Also, in diesem faschistischen Spiel gibt es auch was Positives, auch was Englisches. Gut. Jetzt verabschiede ich mich damit. Viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal.